Also ich wäre dann soweit. Dann können wir uns hier noch die Mission abgeben und dann gucken wir noch, was vielleicht hier noch so ist. Es war sicher nicht einfach, mit Jakob aufzuwachsen, der dir ein Vater sein wollte. Er war noch das geringste Problem. Als Kind in diesem Scheißkrieg. Hab da Sachen gehört. Ich kann's mir vorstellen. Kannst du nicht. Du siehst gar nicht viel älter aus als ich. Aber hab gehört, du Glückspilz durftest die letzten paar Jahrzehnte überspringen. Ganz ehrlich, du hast keine Ahnung, wie es war, in diesem Nonstop-Blutbad aufzuwachsen. Kannst du dir vorstellen, wie es war, zuzusehen, wie dein ganzer verfickter Planet stirbt? Also ich, Kleinen Moment. Scheiße. Tut mir leid. Wäre dann soweit. Hast Menschen verloren, hm? Ja. Ja. Haben wir alle. Haben wir alle. So, aufstellen. Okay, gut. Dann gehen wir mal die Mission ab, wa? Hui. Jo. Reden wir mal mit ihm. Ja, wir müssen wieder fahren erstmal. Oh nein. In unbekanntes Terrain. In einem unbekannten Terrain. Vor gar nicht allzu lange Zeit. War ein Schiki. Wir ziehen ab. Sehr bekannt. Nach Osten. Im Osten ist eine Schlucht. Ihr müsst sie südlich umgehen. Du kennst den Wald? Ja, besser als alle anderen. Ich bin kein Deserteur. Ich kam in diesen Wald als Forscher. Als Reisender. Aha. Wie du, Outrider. Wir wollen hinter die Anomalie. Weiß nicht, ob wir zurückkommen, aber... Wir bräuchten einen Führer. Oh, ich weiß nicht, ob man einen Führer braucht. Scheiße. Zumindest wenn man also nach dem Weg... Also wegtechnisch... Also ein Reiseführer, ja. Ja, darum das geht's, ja. Oh, das sieht aber, das ist ein schönes Artwork. Ja, ja, ja. Entdeckte Sibylla May Flores eine Technologie zum Bau des Graf 3 führte, ein Antriebssystem, das bis auf 15% Lichtgeschwindigkeit beschleunigen konnte. Naja. 15%, das ist immerhin, ne? Also es ist mehr als nichts. Mein Gott, das müssen wir Goodman melden. Unfassbar, dass wir all die Jahre nach einer Alien-Zivilisation waren. Sind dann nicht eher wir die Aliens? Stimmt. Ja. Die Ruinen sind uralt. Wenn Wesen, wie wir sie gesehen haben, das Signal schickten, dann nicht von hier. Bist du sicher, dass die Richtung noch stimmt? Ehrlich, Outrider, keine Ahnung, aber wenn du einen Empfänger oberhalb der Baumgrenze platzieren kannst, müssten wir die Spur wiederfinden. Okay. Ich kenne ein Bauwerk. Gebt mein Funkgerät, ich zeig's euch. Was? Oh, das ist doch August hier. Gebt mir ein Funkgerät. Relikte. Na, endlich geht's ja hier ein bisschen voran, wa? Oh, jetzt habe ich endlich auch Stufe 22. Warte mal, der hat Dings hier. Was denn? Thiago. Bereit, wenn du es bist. Ich habe eine neue Fähigkeit. Echt? Schwarzes Loch nennt sich die. Ich frag den mal, wie er August getroffen hat, ja? Ich auch. Du hast einen interessanten Freund. Wie ist das passiert? Vielleicht Schicksal. Ich erkundete den Wald, als ich auf August stieß. Verirrt und allein. Doch mit Augen, die in meine Seele blickten. Dann war es September. August rannte erst weg, wurde aber von einem Tier bedrängt. Ich war als Retter zur Stelle. Es schien vorherbestimmt. Danach hatte August keine Angst mehr vor mir. Gibt's noch andere? Ich habe nur August gesehen. Wir brachten einander ein wenig unserer Sprache bei. Doch Skurlock hat uns bald gefunden.
Ich wüsste gern, ist August ein er oder eine sie? Ist das relevant? Ich weiß es selbst nicht. Ja, verlassen. Okay. Ne? Ja, verlassen. Weil das Wichtigste zu wissen ist natürlich, was für ein Gender die Person hat. Man kann es ja nicht einfach S sein lassen. Ne? Weil alles andere ist natürlich scheißegal. Hauptsache zu wissen, ist das Männchen oder Weibchen? Was? Hä? Ich habe keinen Ton mehr. Nee, ich auch nicht. Als Kralop dahinter kam, ließ er Kang hier Kämpfer stationieren, um weiter. Also ich habe Musik, aber die Sprache war auf einmal weg. Ja, bei mir auch. Ich wette, Kang ist gerade mehr da rein. Hä, jetzt ist die Musik. Also ich verstehe das gerade nicht. Egal. Komm, wir schießen ein bisschen. Piu piu. Ups, falsche Taste. Ich wollte doch die Fähigkeit gucken. Mist. Ja, muss ich gleich machen. So, wo ist der Feind? Kann ich jetzt doch mal eben die Fähigkeit gucken? Nee, ist doof, ne? Wir sind ja mitten in the Kampf. So. Ich habe übrigens jetzt auch mal eine Sniper, ja? Kann man machen. Ja, man muss bloß treffen, ne? Achtung! Ey, die haben mich eingekesselt. Ich bin tot. Okay, ich hol dich. Ja, drei Stück, ey. Die hängen hier bei mir rum. Ey! So, jetzt. Danke. Sehr gut. So. Die sind total aggro auf mich. Ja, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum. Auch nicht. Also irgendwie verschwindet hier immer stellenweise der Ton. Ja, habe ich aber auch das Problem. Ja, schwebt hoch. Steigerung. So. Ah. Geht's. Oh. One shot und ich bin fast tot. Das ist ein harter Hund. Der Simon hier. Simo weit. So, nochmal hoch. Simon Says. Oh, und dann mal wieder hoch. Was? Ja, immer hoch. Der ist nicht hochgegangen. Warum? Oh, weiß ich nicht. Er ist nicht hochgegangen. Aber wieso denn? Der muss hochgehen. So hier. Ist schon wieder nicht hochgegangen. Ging schon wieder nicht. Nee. Ich glaube, der hat das geblockt. Die Saudi. Ich habe gleich wieder keine Munition, mal. Aber irgendwas stimmt mit deiner Waffe nicht. Du machst bei dem nur 20 Schaden. Das ist ein bisschen wenig, ne? Nee, ich mache hier mehr Schaden. 300, 400. Oh. Kannst du mich gleich wiederbeleben? Nee. Oh. Schade.
Na, Blütana, alles gut. Lurkt mal. Also die Fähigkeit ist ja ganz nett, aber eigentlich auch nicht. Warte mal, ich muss die mal ändern. Ich brauche meine Kronos-Klingen hier. Ja, ich guck mal eben, was dieses schwarze Loch da ist, was ich gerade neu gekriegt Obwohl, ich hab. Muss mal vielleicht mal das andere Ding hier ansetzen. So. Ah, okay, so, wenn das blaue Zeichen an der HP Leiste der Gegner ist. Das Problem ist, manchmal sehe ich das bloß nicht so schnell. Leck Eier. Oh, hör mal. Pass mal auf, wähle ein Ziel, um es in Stein zu hüllen. Ja. Wodurch durch einen Blutungseffekt verursacht und Gegner in einen kleinen Radius zum ursprünglichen Ziel ziehst, dann explodiert der Stein und fügt allen Gegnern in einem kleinen Radius um das Ziel 235 Schaden zu. Ja, dann streng dich mal an, komm. Dann will ich sehen. Ich glaube, die teste ich mal aus. Mach das. Also ich warte hier auf dich, ne? In einem So, wo bist du? Da, wo wir nicht sein sollten. Also. Das hört sich an wie ein Plan. Wow, wow. Oh. Er fliegt. Oh, er ist ein Stein. Er fliegt. Wow. Naja, er ist nicht explodiert, weil jetzt explodiert er erst. Na, ich teste die Fähigkeit mal, ob die was bringt. Vielleicht kannst du auch mehrere gleichzeitig in Stein verwandeln. Nicht abhauen, bleib doch einfach da. Da. Sniper Elite hier. Oh oh. Haben wir Besuch oder was? Tatsache. Jo. Okay. Oh, da lebt ja noch einer. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, ne? Schon. Na. Komm hoch. So. Da kommen ja schon wieder welche. Der Boss wieder. Oh, 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 die Kleinen kommen, der Boss kommt, alle kommen sie. Ey, das kann doch nicht sein, dass der mich gekillt hat. Wer hat dich gekillt? Ich komme. Shiki, ich komme. Doch. Hinter dir. Ich sehe es, ein dreiköpfiger Affe. Noch zwei andere Affen. Jo, oh. Ach, das kann doch nicht sein. Oh, bumm. ja. Und sonst so? Das alles nur für einen Empfänger. Aber du kommst ja jetzt besser mit deiner Fertigkeit klar, ne? Super. Okay, dann können wir jetzt hier anfangen. Pass auf. Ja. Ey, nicht abhauen. Mann, schon wieder solche. Oh Gott. Die sind echt, also die Gegner sind echt lästig. Die sind nämlich stark und schnell.
schnell. So ist es. Ja, ich komme ja zurück, ich komme ja zurück. So. Puh. Wenn die wenigstens beim Snipern mal stehen bleiben würden, ja. Weil die bewegen sich immer, ne? Ja. Na komm. Okay, der nächste ist hinüber. Wir sollten erstmal alle wegräumen, bevor dann die nächste Salve kommt. Ja, ja, ich bin aktiv dabei. Das ist gut. Die ducken sich immer. Ja, ja, die Schweinebande. Okay. Einer noch. Na komm, bleib doch mal da stehen. Jetzt ist der da hinten hingerannt. Also von hier aus sehe ich den nicht. Nee, der ist hinter deinem... bloß nicht hingehen, dann kommt nämlich der Boss. Ja gut, aber was soll ich machen? Der, na warte der... doch mal, der rennt da jetzt weiter. Ah. Jetzt ist er weg gleich. So, siehst du? Jetzt haben wir gleich freie Bahn. Dann haben wir unseren Job ja erfüllt. Ja, da können wir zurückgehen. Da können wir zurückgehen. So, und gleich kommt der Respawn hier. Ja, sobald wir hier einen Schritt weiter gehen. Ja, ich gehe mal einen Schritt weiter. Da kommt er. Alter, sind die schnell. Nervig, ne? Also ja. Wirklich nervig. Also nicht nur so auf eine Art nervig, wo du sagst so, ja, das ist ja noch relativ easy. Nein! Ja. Oh no, oh no, oh no. Simon kommt! Ja, kommt er? Okay. Simon kommt! Naja, Simon. Der ist auf dem Weg. Da ist Simon. Okay. Ey! So, ich sag jetzt mal Simon hallo. Hi, Simon. Ey, wer schießt denn hier? Sind die Sniper. Aber doch nicht hinter der Versenkung hier. Oh oh. Mich fast gekillt. Boah, ey. Böser Simon. Das ist ein Stein gewesen. Ich krieg hier voll eins auf die 12, du. Warte mal. Shit. Kannst du mich wiederbeleben? Nee, ich bin tot. Ach, das kann doch nicht sein. Ach, komm schon. Warum? Soll ich mal kurz gucken, wie spät es ist, oder? Ich meine, mit den normalen Gegnern kommen wir ja eigentlich klar, ne? Warum haben wir denn so ein Problem mit Simon? Tja, Simon sagt, ist halt doof. Also eigentlich klappt es ja bis, ne? Aber dann... Mit Simon klappt es gut, aber dann kommt Simon. Ja. Ja, vor allem, ich bin in Deckung und der erwischt mich oder irgendjemand erwischt mich in der Deckung oder ist jemand links und rechts von der Seite gewesen? Eigentlich nicht, ne? Ich bin jetzt nicht sicher, aber da sind ja auch viele Sniper immer am Start, ne? So, der ist platt.
Ah, okay, jetzt kommen wir. Oh, jetzt kommen die Kleinen wieder. Oh, ja, ja, ich seh's. Dieser Stein ist ja immerhin ganz praktisch, um die so ein bisschen aufzuhalten. Ja, kurzzeitig abzubremsen. Das ist ja hier bei dem anderen Ding auch nicht anders hier. Oh. Bleibt doch mal oben, haltet euren Kopf in die Kugel rein. Hallo, mein Name ist Fallensteller und ich bin extrem nervig. Oh, jetzt rennt der auch noch weg, ey. Ja. Zwei haben wir noch. Hallo. Hallo. Na komm. Drei sind's noch. Komm hoch. Jetzt rennt der weg. Bleib stehen. So, ich hol mal erstmal Munition irgendwo. Gibt's hier überhaupt Munition irgendwo? Na, hier muss ja Munition geben irgendwo, oder? Ja, kennst das doch mit der Munition. Ja. Hier gibt's keine Munition. So, na dann. Zeit zum Sterben, wa? Nein. Okay, da kommen sie. Sehr gut. So, da kommt Simon da hinten wieder. Oh, ich bin schon fast tot wieder. Oh, ich hab übersehen, verdammt. Der killt einen mit einem Schuss, ja, wenn er einen erwischt. Und dann ist er vergiftet auch noch. Ich hab das Gefühl, der kann auch noch durch Wände schießen. Toxische Schüsse. Das ist das Ding. Naja. Ja, jetzt habe ich da keine. Oh oh. Da hinten kommen wieder welche. Das wird jetzt doppelt lustig. Toxischen Schuss aktiv. Duck dich! Oh nein! Oh, oh, oh. Bist du toxisch? Ja. Okay, er ist gleich zur Hälfte runter. Oh, jetzt bin ich tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Danke. Achso, er ist ein Stein geworden, okay. Wollte ganz fragen, wo er ist. Aua, aua. Vorsicht. Jetzt haben wir die Hälfte. Oh, 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 er hat mich schon wieder erwischt.
Ei. Okay, da ist ein Stein wieder. Und geht das so weit? Nee, geht nicht so weit. Scheiße. Toxischer okay, Schuss. Ja, ja, ich gehe in den. So, ich habe gleich keine Munition mehr. Oh, er hat mich wieder. Bin richtig toxisch. Aua, jetzt hat er mich. Oh. Ich häng fest. Oh, wieder toxischer Schuss. Ja. Oh, ich bin gleich wieder tot. Vorsichtig. Als ob was von der Seite feuert hier. Okay, runter. Hey. Ich halte mich. Bleib unten, gleich runter. Er hat einen toxischen Danke. Schuss aktiv. Ma, das kann doch nicht sein. Er ist zu weit weg. Okay, jetzt kommt er. Widerstanden, verdammt. Der soll mal schön nach unten bleiben. Ja. Sehr gut. Ich glaube, wir haben ihn. Ich hoffe es. Ich habe keine Muni mehr. Ja, ja. Vorsicht, noch nicht vorrennen. Ich bin am Wegheilen gerade. Ja, alles gut. Alter Verwalter. Weil wir müssen noch die restlichen dort platt machen. Ja. Und ohne Sniper. Platt mal eben nach. Das bisschen Munition, was ich da hab. Eieiei. Ja, das war's schon. Ja. Theoretisch müsste ich hinrennen. Ich spiele jetzt Sniper mit meiner Pistole. Okay, einer ist hinüber. So, den könnte ich hier gut erledigen, glaube ich. Mit der Pistole, die ich jetzt nutzen muss. Okay, da ist hinüber. Kommt schon wieder Nachschub. Echt? Komm zurück. Ja, ich komme. Ei, caramba. Knochenkacker. Mist. Ohne Munition macht das echt keinen Spaß. Nee. Oh, ich habe ja in der Sniper gerade ein paar Schuss gehabt, okay. Haben wir es jetzt geschafft?
Nee, da nee, sind nee, noch, nee. Da sind wieder drei. So, next. Okay, jetzt habe ich Pistole. Oh, ich habe ein bisschen Schuss wieder hier gekriegt. Wir waren auch ein bisschen Schuss drin. Also, Oh nee, jetzt kommen noch mal drei. It's a never ending story. Aber hier ist eine Kiste. Ja, wo? Na toll, eine normale Kiste, ja. Mhm. Aber keine Muni-Kiste. Schrott! Eieieiei. Meisterschaft Pistole Rang 1 jetzt. Weil ich sie so häufig benutze. Ey, wir haben es geschafft. Ja, erstmal, ne? Warte mal, erstmal gucken hier. Boah. Was liegt denn hier so Schönes rum? Nichts. Wenn du ihn hier gefunden hast, taucht er hier vielleicht wieder auf. Wenn er sich unsichtbar machen kann, wird's nicht leicht, ihn zu entdecken. Hier drüben geht's auch nach rechts noch rum, ne? Es war nicht leicht, Augusts Vertrauen zu gewinnen. Aber bestimmt nicht weit, oder? Hier. Aber da hinten scheint eine Kiste zu sein, da blinkert's. Der Name August. Woher kommt der überhaupt? Oh, hier ist der eine normale Kiste. Namen sehr ähnlich. Dieser klingt ungefähr so. Acht. Wo ist eine Kiste? Ja. Ach, da geht's gar nicht lang. Doch. Ich glaube, hier geht's überhaupt nicht lang. Doch. Meinst du, wir werden angegriffen oder nicht angegriffen? Nicht angegriffen. Das ist aber keine Munitionskiste, ne? Aber ein lila Item. Hm. Das hier. Na, ich glaube, storybedingt geht's dann hier später weiter. Okay, dann gucke ich mal eben ins Inventar. Ja, was wir da bekommen haben. Da nix. Eine Pumpgun. Ich nehme mal die Pumpgun. Ansonsten nur Schrot. Sturmgewehr 5199 Schaden. Das ist natürlich enorm. Bitte? Naja, ich habe jetzt hier 5199 Schaden. Hört sich gut an. Ja, aber das Problem ist, dass das wieder dieselbe Munition ist, aber die hat einfach mal fast anderthalbfache von Schaden. Eine andere Waffe dazu ist doch kein Ding, oder? Ja, ich hab hier eine braune, weißt du? Nee. Na hier höchste Quali. Na, wir gucken mal. Ich nehme die jetzt erstmal und schaue erstmal, wie sie sich verhält. So, ich bin im Spiel wieder. So. Guck mal, neue Waffe genommen und ist gleich flüssig hier. Jetzt nicht mehr. Es war nur kurzzeitig. Es war schön, solange es währte. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding, dass hier keinerlei Munition droppt, ja? Das finde ich ist irgendwie Banane. Also selbst wenn jetzt von Gegnern keine Munition kommt, dann sind einfach zu wenig Munitionskisten. Ja. Also wenn du hier ständig... Warte mal, ich gehe mal noch hier drüben gucken vorher. Munition, aber... munitionslos rumläufst, ist es halt auch nicht in Ordnung.
Ja, blank ist scheiße. Weil die kommen jetzt wahrscheinlich wieder direkt an, da hinten. Oh, hier sind zwei. Guck mal, da ist eine Quest. Ja, ich mache aber erstmal das Ding hier aktiv. Und die Kiste. Definitiv. Na, das wird interessant. Und die Kiste. Oh, Munition. Genau, vor der Quest immer genügend Muni kaufen. Goldene Regel. Da ist die Anomalie übrigens. Hier ist eine Wanted-Quest. Ja, das, da hinten ist eine Jagd, eine Dings-Quest. Sammeln von irgendeinem Vieh hier. Na, das wird interessant. Ich nehme es mal mit, aber ich verfolge sie jetzt nicht. Ein Zackenkamm. Kennst du? Ich kenne Barsch. Ja, der goldene Zackenbarsch, ne? Was war das? Er hat einen riesigen Schwanz am Arsch. Genau, der. So, ich will wenigstens die Quest jetzt versuchen, zumindest zu lösen. So, dann bald Richtung. Welche jetzt genau? Na, die Hauptquest hier, die wir verfolgen die ganze Zeit. In der Hoffnung. Hier ist aber noch was zum Bohren. Guck mal hier. Hier ist noch eine Kiste drin im Raum. Mit Schuhen und Schuhen. Wow, du hast jetzt Schuhe ich hab und zwei, Schuhe gefunden. Ich habe zweimal Schuhe gefunden, richtig. Oh, das ist super. Ich finde Schuhe kann man nicht haben. Hier ist eine Jagdquest. Und was ist das hier? Nichts. Eine Yachtquest ist das. Genau. So, dann lass uns hier gucken, ob wir noch die Quest am höchsten Punkt, den Weltempfänger hier aufstellen können. Ich höre Geräusche und ich sehe Gegenwart. Mein Gott. Bruder Grady. Boah, da ist sofort ist dann Gegner. Guck mal hier, das ist sofort ein hoher Ranggegner. Ja. Scheiße. Ich kann mich noch nicht mal hier hinter verstecken. Ist ja blöd. Ich brenne. Sehr gut. Ja. Boah, hoffentlich heilt er sich jetzt nicht. So, verlangsamen. Gleich haben wir ihn. Ja. Chiki, noch nicht so ein Quatsch. Überlebst du das oder? Ich weiß es nicht. Warte, ja. Ich hol dich. Okay. Merci. So. Das war knuppig, ja. Da kommt ein Gegner. Dass sie immer Hurensohn zu den Gegnern sagt, ne? Ich hänge schon wieder fest hier. Das ist nicht gut. Ich bin eingefroren. Aua. Ich auch. Weil da schon wieder ein dicker Gegner kommt. Boah, Rückzug. Echt? Oh nein. Ja. Ey, nochmal Bruder Grady. Aber diesmal hat der gefrierende Schüsse.
Was ein Idiot. Der eine hatte brennende Schüsse und der hat gefrierende Schüsse. Beides scheiße. Boah, wer hat widerstanden? Komm, der ist gleich zur Hälfte runter. Ich hab wann. Ja, gleich haben wir es relativ, ne? Boah. Oh, ich häng fest. Oh, 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 oh. Ich bin sowas von tief gefroren. Tief gefroren. Mhm. Ach, so nennt man das. Ich auch. Oh, ich hab mich gekillt. Das ist jetzt schlecht. Ich beleb mich selber wieder. Kommt, der ist gleich hinüber. Oh, piu piu. Ready. Bruder Tack. Jawohl. Bye. Hui, 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 hui. Wo gab's Munition? Nirgends hier. Oh Gott, hier sind immer noch so viele. Okay. Einer ist weg. Wer schießt denn da? Die haben ganz schön Power, die Jungs, ey. Egal, wer das ist von denen. Noch ein bisschen dichter rangehen hier. Meine Fresse. Ein bisschen dichter. Hier ist eine Munitionskiste, Chiki. Ah, jo. Da gehe ich doch mal hin. So, kommen die jetzt hierher? Nee. Wir Propheten müssen zu den Berg gehen. Ja, ja, glaube ich auch. So, zwei sind noch. Wow. Erledigt. Nochmal Felsen wegräumen. Hier ist noch eine Kiste vorher. Was weißt du über diese Ruinen, Tiago? Die Gebäude wurden wohl von August. Warum sind hier jetzt zwei Munitionskisten und da hinten waren keine? Ja, weil erst hier, ne? Weißt du, was mit Augusts Volk passiert ist? Gibt's noch mehr von denen? Ich habe August oft gefragt.
Entweder versteht August meine Fragen nicht oder weicht ihnen aus. Das wird sein. Erhöht deinen Waffenschaden um 0%. Der Bonus ist proportional zu deiner Lebensregeneration. Was? Was? Ja, genau, das steht da. Okay, wir gucken mal, ob wir die Mission hier noch zu Ende kriegen. Ich muss bald ins Bett. Ja, das wäre bald mal nötig, ne? Ja. So, räume die Felsen weg. Und jetzt? Stelle eine sichere... Okay. Glaube ich, hier oben ist es. Meinst du? Hier kommt, das sieht gleich nach Arena aus. Das ist ein fetter Kampf hier. Meinst du? Ja, guck mal da. Müssen da bestimmt hochklettern. Den Empfänger da oben anbringen. Da oben? Oh nein. Was habe ich gesagt? Ich muss gleich ins Bett. Geh weg! Ey, wer ballert denn hier? Ach, der da. Ich bin es. Ach, diese Viecher sind so lästig. Räume die Urin frei. So. Ich denke mal, jetzt kommt ein dicker Boss hier. Bestimmt. Kannst du mir auch gut vorstellen. Ich gehe mal schon mal ein Stückchen dichter hier. Mal gucken. Da ist irgendwas. Ein Spot ist da. Ein Boss. 3, 5, 7, ja. Dröll. Ganz viele. 800. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wer hat's mit der Katz getrieben? Die anderen. Ich hätte ganz vergessen, wie scheiße diese Gegner sind. Ja. Aber vielen Dank für die Erinnerung. Alter, das Ding nervt. Vor allem, der killt mich doch wieder. Mist, ich kann den nicht weg. Hier ist auch der Boss, ne? Ein Kriecher heißt das hier. Oh. Gleich haben wir den Alpha. Jetzt haben wir okay, den Alpha. Okay, der Romeo ist weg. Okay. Okay, der Kriecher ist auch gleich weg. So, volle Hütte getroffen und tot ist er. Bam. Na. Was, nicht gedroppt? Doch, bei mir hat er was gedroppt. Ja, Titan und Leder. Okay. Kutschreiter, diese Ruinen sind unglaublich. Ich wünschte, ich hätte Zeit, um sie zu studieren. Vielleicht kommen wir auf dieser Route zurück. Ja, wenn wir zurückkommen. Okay.
Wir müssen da rein. Hier links. Nicht, da ist nichts. Doch, guck mal. Nein, da ist nichts. Wie, da ist nichts? Da ist nichts. Guck doch mal. Hier ist der Kiste hier unten. Hä? Du gesagt. Das hast du aber niemals gesehen. Nee, hab ich auch nicht. Oh, ein lila Item. Was ist das? Eine Pistole, ein epischer Revolver. Mal kurz reingucken. Kleinen Moment. Ein epischer Revolver. Besser als der, den ich jetzt habe. Voraussichtlich. Dann würde ich den ausrüsten. Aber ganz klar. Ja, ja. Ist, ganz klare Kiste. Ist ausgerüstet, weil Piu-Piu und so, ne? Piu-Piu-Piu-Piu-Piu. So, ich hab alles. Ja, ich auch. Außer Munition, die hab ich nicht. So, mach auf das Ding. Ich mach auf. Oh, wir müssen nicht hochklettern. Das ist aber schön. Ja, wir müssen nicht hochklettern. Das ist aber schön da, ja. So an sich. Ist ein elektronisches Gerät, ne? Meinst du das? Ja, ich denke, es geht kein elektronisches Gerät in den Sturm. Sahedi? Ich hab die Richtung. Es geht doch angeblich alles kaputt. Aber da braut sich was zusammen. Waren die anderen. Wir müssen Schutz suchen. Na toll. Das sieht echt nicht gut aus. Nee. Ich verkriech mich da lieber gleich ins Bett. Vorsicht! Ach, das ist wieder der. Die Anomalie ist das gerade wieder. Oh, guck mal, ein Schutzzauber. August. Ach, hey. Du lieber Augustin, alles ist hin. Oh, der sieht nicht glücklich aus. Du bist zurück. Was macht der da? Was Beten. Genau macht dein Freund da? August. Ist die Büsche. Scheiße. Seht euch dieses Ding an. Es erzeugt den verfickten Sturm. Nein, warte, es ist nicht, was du Wie? Denkst. August kann ihn kanalisieren, steuern. Hör zu, August hilft uns. Ja, August stirbt. Bailey, steck die Waffe weg. Oh, das hättest du wohl gern. Ich hab die Schnauze voll von eurem kleinen Todesmarsch. Ich gehe jetzt schön zu Tod. Corrigan zurück. Er killt ihn und jetzt? Nehme diesen ja. Freak hier nee, mit. Ne. Komm her! Oh, Leute. Na toll, alles kaputt. Alles kaputt. Er hat sich selbst geopfert. Nee, lebt noch. So, also fühlt sich das an. Und sie ist jetzt verändert. Sei vorsichtig. Du weißt nicht, was die Energie mit dir macht. Binti? Geht! Oh, bitte nicht noch ein Boss. Ich kann jetzt, ich muss schlafen. Wirklich? Das willst du doch nicht. Du irrst dich ganz gewaltig, Freak. Ich wollte doch ins Bett. Ja, aber was sollen wir tun? Warum hat die jetzt auf einmal so eine Superkräfte? Warum hat die so viel Energie? Und warum sind wir immer noch auf Weltstufe 9? Da ist doch noch gar nichts runtergegangen. Warum ist die auf einmal so imbar? Weißt du, die ist einmal getroffen worden, ist es so imbar. Und wir haben keine Munition, war nur so nebenbei, ne? Stimmt. Ach doch, warte mal, hinter uns ist eine Kiste irgendwo. Hier. Ach nice, komm, wir machen mal eben kurz eine Kaffeepause. Ja, au. Oh. Ja, ich sag mal so, ne, das ist natürlich schon leicht an den Haaren herbeigezogen. Jetzt. Ja, das ist gerade irgendwie... Ich verstehe nicht, warum er diesen Part mit dem, mit, wie hieß der nochmal? Eugen? August. Mit
August nicht ein bisschen ausgebaut hat. Ich fand das eigentlich ziemlich interessant gerade. Ja. Und ich fand, ich meine, Bailey war schon von Anfang an nicht gerade Sympathieträger, aber Schlaf wurde gestrichen, ist bald Wochenende. So, das Gefühl habe ich auch. Das ist überbewertet, Schlaf. Ich denke mal, die wird sich zwischendurch heilen. Wir sollten uns irgendeine Fähigkeit, die Na, ach du Scheiße. Die auffällt. Warum? Warum ist die so imbar? Ich kann es nicht fassen. Okay, jetzt ist er immun. Huch! Was macht die denn? Spinnt die? Ja, nicht der. Ohne Vorwarnung. Alter! Stacheln. Aber ich meine, wenn so ein kleiner Stich schon solche Auswirkungen hat, das ist ja schon. Ja. Also, ich meine, ne? So, gleich hat's ein Drittel runter, ne? Ich habe keine Munition mehr. Da ist eine Kiste übrigens. Wo denn? Hier hinter mir, ne? Ja. Okay, sie kommt. Alter. Oh. Die macht aber auch Moves. Ey, wir haben noch nicht mal das Drittel runter. Ja, aber gleich. So, Verschnaufspause. Au, 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 au. Fast tot? Wer ist tot? Ich? Fast. Ich muss mir erstmal hochheilen. Ich verstehe nicht, warum die manchmal diesem Stein machen widersteht und manchmal nicht. Da kam vorhin ein Kommentar, dass wenn das Symbol vorne blau ist, vor ihrem Namen, das mit den Kreisen, dann ist sie immun. Ah, okay. Und wer hat das gesagt? Der Leckeier. Leckeier? Leckeier, ja. Der Crossplay machen wollte? Nee, das war ein anderer. Achso. Du bist auch so eine richtige Twitch-Muschi, ne? Ja. Meinst du, ja? Weiß ich nicht. Aber du hättest recht, jetzt ist sie immun. Aha, jetzt kapiere ich das jetzt. Boah, ey. Ich hab das Spiel verstanden. Nach 20 Stunden Spielzeit. Nach 20 Stunden Spielzeit habe ich endlich das Spiel verstanden. Ich glaub's ja nicht. Meinst du, das ist schon der finale Kampf hier und das ist jetzt gleich Ende? Das glaube ich nicht. Wir haben es ja nicht gelöst hier, das Problem. Ja. Oh, ich bin tot. Kannst du mich wiederbeleben oder hörst nicht? Hörst du auf? Warte mal. Sag mir was. Da ist jetzt aber eine Wette gemacht, ne? Ob das jetzt klappt. Komm, schnell weg. Oh, jetzt bin ich tot. Nee, noch nicht. Ich bin noch nicht tot. Ich muss mich verstecken. Und heilen, schnell. Oh! Boah. Ja, die hat mich auch fast erwischt. Wir müssen jetzt aufpassen. Ja, ja. Oh, ey. Mädchen. So, wir haben sie gleich zur Hälfte runter. Munition geholt. Au. Au. War ungünstig.
So, dann machen wir die Olle mal wieder Stein. Schere, Stein, Papier. Jo. Regenerieren. Okay, jetzt. So, letztes Drittel ist gleich. Okay. Ich muss gleich Munition besorgen. Oh, ich bin tot. Was? Hör auf. Ja, komm, ich belebe mich selber wieder. Warte. Oder? Okay, ich warte. Wir werden es doch brauchen. Hast du auch noch eine Wiederbelebung? Ja, ich hatte bis jetzt noch keine benutzt. Oh, schon wieder diese scheiß Stacheln, die sind übel. Komm. Immun. Ja. Uiuiuiui. Da wären wir hier zu später Stunde noch richtig gefordert. Ja. Huch. Sie hat mich schon wieder erwischt. Ey, hör auf, warte. Ich hab mich selber belebt. Jetzt wäre ich da gewesen. Okay. Sie ist jetzt wieder im Nirgend dran. Oh. Boah, das tat weh. Oh no, oh no. Oh, Erdschock. Ja, ein bisschen was abgekriegt von. Ist er da? Ja, Mist. Ist sie wieder immun oder was? Nee. Ich bin tot. Warte. Wow. Oh! Shit! Ich glaube, jetzt bin ich gleich breit. Wir haben sie gleich. Jetzt nicht sterben. Ansturm. Wow. Sie macht Ansturm.
Aua. Aua. Hey. Jetzt muss ich sterben, jetzt muss ich sterben, jetzt muss ich sterben, jetzt muss ich sterben, jetzt muss ich sterben. Ja, das klappt schon. Irgendwie. Sieh denn nach dahinter den Pöller. Aua. Aua. Geh ja, ein, geh ein. Eins, zwei, eins, um eins. Ey, es ist doch. Was? Was jetzt? Wir haben es geschafft. Die ist doch noch gar nicht gestorben. Doch. Nein! Du gewinnst nicht! Die haut ab. Doch, wir gewinnen! Und zwar jetzt! Warum ist die denn so überkräftig auf immer? Die hört doch gar nicht mehr auf! Warum werde ich schwächer? Nein! Nein! Warte! Nein! Nein! Doch, doch! Tja, warum ist sie denn schwächer geworden? Immer diese Neinsager. Aber ihr Rückenmark ist wohl durchtrennt. Oh. Oh, starke Analyse. Wird sie gelähmt sein. Gut. Dann sieht sie die Monster ihre Leber fressen. Na los. Kein Grund, sie leiden zu lassen. Nein! Mein Gott. Es ist egal, was sie getan hat. Nein. Bei diesem Kamerawackeln, der wird einem schlecht. Ich werde mich persönlich um sie kümmern. Ich würde das für euch alle tun. Wirklich? Hä? Ich versteh's gerade nicht. Okay. Und jetzt erzähl mir die Wahrheit. Du kannst die Wahrheit doch gar nicht ertragen. Meine Vision. Von der Wiese. Ich habe noch mehr gesehen. Bailey ist dort. Wie soll es wahr werden, wenn sie nicht bei uns ist? In deiner Vision. Sind wir alle dort? Nicht alle. Wie? Ich weiß nicht. Wer wie weiß jetzt oder er? Er, ne? Er hört nicht zu. Hallo? Ja. Egal, was ich sage. Er hört ja nicht zu. Egal, was sie sagt. Ja. Ja. Puh. Hey, Jakob. Wir müssen reden. Das... Also, wie soll ich sagen? Die Sache hier könnte übel ausgehen für einige von uns. Was auch immer es ist, vergiss es. Ich muss den Truck vorsichtig machen. Klar, aber hör bitte kurz... Was? Hier oder da macht doch keinen Unterschied, wo wir sterben. Cooles Loch hier, ne? Dass wir beide schon x-mal ins Gras gebissen haben und noch atmen, ist sowieso ein Wunder. Also... Halt die Klappe, ja? Was? Wenn wir jetzt hier rausgehen, haben wir es geschafft, ne? Ich muss echt langsam wirklich schlafen. Ja. Auch wenn langes Wochenende ist. Das Wochenende, das lange fängt aber erst morgen Nachmittag morgen an. Morgen ist ja noch ein Freitag. Deswegen. Ja, deswegen. Ich gehe jetzt nicht da lang. Nachher kommen da bloß Gegnerz. Ich bleib hier. Aber, ja. Guck mal da. Da ist unser Auto. Ach so. Nee, komm. Nur noch kurz, ja. Ah, guck hier. Ich ahne Schlimmes. Na okay, wenn hier das Auto ist, dann brauchen wir, können wir hier Munition sammeln und raus. Und dann können wir beim nächsten Mal hier weitermachen. Hui.
Verstehst du? Das war doch eine Tour de Force hier, ne? Ja, eine Tour de Force, ja. Ja, ja. Ja, war ja eigentlich ganz okay. Aber manche Dinge verstehe ich nicht, weil, ach, ganz ehrlich, ich glaube, das ist einfach schlecht ausgearbeitet worden und hätte noch ein halbes Jahr gebraucht. So manche Sachen, ich verstehe ja diese Bailey-Wendung, hätte jetzt auch irgendwie nicht sein müssen. Ja. Aber, Vor allem, wir haben ja die Vision gesehen und da haben wir die Bailey nicht gesehen, aber es ist auch egal. Nicht schlimm. So, ich gehe in meinen Kokon, in meinen blauen. Ich komme in deinen Kokon mit rein. Okay, komm hier, so. Da ist noch ein bisschen Platz. So. Und dann machen wir noch den großen an. So. Und dann. Wow. Mache ich diesen hier. Zurück zum Spiel. So mache ich das und beende das Spiel zurück zur Lobby, damit wir sauber speichern. Mit Team. Ich nehme dich mit. Ich bin ja nicht so. Oh ja, nimm mich mit, bitte, okay? Genau. Und ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle Feierabend. Es ist schon spät. Zumindest für inner der Woche. Der Wecker klingelt um 6. Also sprich, wenn ich fertig bin, in 4 Stunden. Und ja, ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen Abend wieder. In weiser Voraussicht. Würde mich freuen. Wie immer. Ich sag, gute Nacht. Gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.